Ja, einen schönen guten Tag, liebe Freunde, und ich begrüße euch zurück zu einem neuen Part von Fire Emblem. Ja, im ersten Part, der letzte, haben wir ja uns reingeschnuppert in die neue Welt hier, die uns hier erwartet. Und ja, unsere Aufgabe ist es jetzt zu gucken, was wir so hier erreichen können. Wir haben jetzt zwei neue Gefährten gefunden, wenn auch etwas sehr mysteriöse Gefährten, oder merkwürdige besser gesagt, in Kent und Zane. Angriff bringt mich zu einem Feld neben meinem Widersacher. Ja, Zane möchte ja die, möchte ja das Feld eröffnen und deshalb sollten wir ihn dann mal lassen. Eisenlanze und ein kleiner Hinweis, vielleicht habt ihr es auch schon gemerkt, diese Pfeile. Ja, aber gut, ich würde sagen, wir lassen ihn dann mal angreifen, wir müssen es ja machen. Klasse, Zane. Klasse gemacht. Klasse, Zane. Was? Ich habe nicht getroffen? Zane, warum benutzt du nicht dein Schwert? Weil die Lanze viel heroischer wirkt. Ein Ritter sollte stets heroisch wirken. Findest du nicht auch? Du bist hoffnungslos. Wenn du den Kampf nicht ernster nimmst, findest du dich noch am Ende einer Klinge wieder. Um die Wahrheit zu sagen, ich vergaß mein Schwert zu kaufen. Vergessen? Wohl eher warst du zu sehr damit beschäftigt, mit den Damen zu schäkern. Sei nicht zornig, ich schaffe das auch mit einer Lanze. Ich bin so gut. Ich ziehe es vor, du verlässt dich auf dein Geschick, nicht auf dein hohles Gewäsch. Ich habe noch eine weitere Klinge. Nimm sie und greif damit an. Bist du sicher? Mein Dank sei dir gewiss, Kent. Du verursachst beinahe mehr Ärger, als du es wert bist. Beinahe. Du erhältst Eisenschwert. Jake, erlaubt mir den Fauxpas meines Gefährten wieder zu bereinigen. Ich erwarte euren Befehl. Waffen verfügen über eine einzigartige Hierarchie. Schwerter schlagen Äxte. Äxte schlagen Lanzen. Lanzen schlagen Schwerter. Ja, das ist das sogenannte Waffendreieck, welches hier eine sehr tragende Rolle hat in, ja, in so ziemlich, glaube ich, jedem Fire Emblem. Und da muss man immer darauf achten, weil es gibt dann Vor- und Nachteile. Diese Beziehung kennt man als das Waffendreieck, wie ich ja gerade erst erwähnt habe. Das Wissen darum ist von äußerster Wichtigkeit. Demonstrieren wir nun, dass Schwerter extra schlagen können. Wähle Kent. Der Feind für deine Axt. Setze mein Schwert ein. Ja, er ist so clever und hat mal beides mitgenommen, aber... Ja, wie wir bereits gesagt haben, nehmen wir die Landesschwert. Gut, wir ziehen zwar auch nicht so viel, aber treffen zumindest zu 100%. Und er trifft dann auch so gut wie gar nicht. So, das sieht schon viel besser aus. Er ist beinahe besiegt. Lass uns den letzten Stoß ausführen. Ja, das darf natürlich Lynn machen. Ich muss neben dem Gegner stehen. Ja, und das soll sie natürlich auch machen. Ja, 7x2, das ist perfekt. Und tschüss. So. So wird das gemacht hier. Und so können wir auch die anderen 2, 3, 4 besiegen. Jake, gib mir noch eine Chance. Ob du sie verdient hast? Na gut, hast du jetzt eigentlich dein Schwert? Ja, na gut. Axtschwingende Gegner sollte man mit Schwertern stellen. Zücke deine Klinge. Na, endlich. Oh, Zane. Meine Güte, der trifft aber auch gar nicht. Meine Güte. Ah. Zane, bist du verletzt? Nein, alles in Ordnung. Ich konnte noch ausweichen. Ich kann nicht glauben, dass er meinen Streich mit solcher Leichtigkeit ausweichen konnte. Dies ist kein Spaß mehr. Sieh genauer hin. Der Feind versteckt sich im Wald. Durch das Gehölz ist dein Angriff nur sehr schwer möglich. Du hast recht, ich hätte mich so auf den Angriff konzentriert, dass ich es nicht bemerkte. Dein Mangel an Aufmerksamkeit wird dich eines Tages dein Leben kosten. Schon gut, ich habe verstanden. Lass es gut sein, Kent. Wenn du es wahrlich verstehst, dann handle auch danach. Kent hegt so viel grimmige Gedanken. Er wird noch von seiner Zeit ergrauen. Jedes Terrain verfügt über einzigartige Merkmale. Sieh dir zum Beispiel die Wälder und Ebenen an. Bekämpfe einen Feind aus den Wäldern heraus und er wird dich vermutlich nicht treffen.
Dein Angriff wird jedoch ungehindert sein, so entsteht dir ein Vorteil. Dasselbe gilt auch für diese Gegner, für deine Gegner. Verbirgt sich ein Angreifer im Wald, ist er schwieriger zu treffen. Bedenke die Vorteile des Terrains und des Waffendreiecks. Dies sind die Schlüssel zum Sieg. Das Fenster im unteren Teil des Bildschirms liefert Informationen über das Terrain, auf dem sich der Cursor befindet. Nutze den Cursor, um das Terrain zu finden, das dir den größten Vorteil verschafft. Lass uns das ausprobieren, wähle Kent. Ja, und zu Terrains, die kennen wir auch schon aus Advance Wars. Terrains, so Terrains. Finde ich so geil, manche Wörter. Ich bin bereit für den Kampf. Gebietet mir nach eurem Willen. So, wir greifen nämlich auch aus dem Wald an. Nutze mein Schwert für den Angriff. Ja, man merkt schon, die Lanzen sind hier eigentlich weniger von Vorteil im Moment in dieser Mission. Daneben. Hahaha. Es ist sicher eine weise Entscheidung, diese Banditen den Rittern zu überlassen. Ich werde mich um die anderen Finsterlinge kümmern. Ich muss die Distanz zwischen uns verkürzen. Der Ritter sagte, die Wälder werden einen Vorteil bieten. In diesem Fall... Das sieht gut aus. Schick mich dorthin, Jake. Okay, wird gemacht. Wenn du es so verlangst. Okay, das war eine dumme Entscheidung von diesem Rowdy. Aber gut, soll er das machen. Wenn er meint, diesen Banditen, also unser Kent anzugreifen, soll er das tun. Ihr, euer Name ist Sane, nicht wahr? Ja, Sane der Gelandete von Celine. So nennt man mich. Wenn er darauf besteht... Warum habt ihr euch noch nicht geheilt? Wie? Hey, ich wurde verletzt. Was für ein Schuft ich doch bin. Wie konnte ich es wagen, eure makellose Stirn wegen meiner Nachlässigkeit mit einer Sorgenfalte zu verunstalten? Eigentlich wollte ich euch ein Heilmittel überlassen, aber mir scheint, es geht euch gut. Also, nichts für ungut. Nein, wartet, ich nehme es. Bitte, ich nehme es. Um jemandem einen Tausch zu geben, wähle Tausch. Tausch kann nur von Einheiten genutzt werden, die nebeneinander stehen. Lass uns jetzt einen Tausch durchführen. Wähle Sane und stelle ihn neben Lynn. Ein solch größiges, zügiges Angebot wage ich nicht abzuweisen. Die heilende Kraft der Liebe erwartet mich durch jenen Engel. Jake, zögert nicht länger. Oh mein Gott. Wähle nun den Befehl Tausch. Sanes und Lynns Besitz wird dadurch angezeigt. Wähle mithilfe des Cursors ein Heilmittel aus Lynns Vorrat und gib es an Sane weiter. Hast du den Tausch abgeschlossen, drücke dann den B-Knopf, um den Vorgang abzuschließen. Der B-Knopf fungiert als Abbruchknopf. So können falsch erteilte Befehle und noch vieles mehr widerrufen werden. Ach, jetzt darf ich das machen. Interessant. Platziere den Kurs auf Lynns Items, drücke rechts auf das Steuerkreuz. Drücke oben und unten um das Steuerkreuz und wähle ein Heilmittel aus. Nein, ich bin nicht blöd. Drücke den A-Knopf, um das Heilmittel von Lynn zu nehmen. Nee, ehrlich. Drücke den B-Knopf, um den Tausch zu beenden. Danke. Sane kann nun Lynns Heilmittel verwenden. Wähle das Heilmittel aus dem Inventar und verwende es. Aber gut, man muss ja ein bisschen gelernt reingeführt werden. Jetzt ist das ja schon nicht... Ist das schon ein bisschen klar. Also ist das natürlich zu verschmerzen. Außerdem verfügen berittene Einheiten über die einzigartige Möglichkeit, sich nochmal zu bewegen. Das bedeutet, dass sich die Kavallerie die Anzahl der Felder, die vor einer Aktion übrig waren, weiter bewegen darf. Ausnahme bilden dabei der Befehl Angriff und noch einige andere. Sie annullieren die Möglichkeit, sich nochmals zu bewegen. Sei also vorsichtig. Wähle nun Sane und befehle ihm, sich nochmals zu bewegen. Ah, viel besser. Hab Dank, Jake. Und auch euch sei meine Dankbarkeit gewiss, mein Engel. Facepalm. ja, geh mal hier runter. Missionsziele ändern sich von Kapitel zu Kapitel. Das Ziel dieses Kapitels lautet, alle Feinde zu besiegen. Überprüfe die Zielvorgabe im Fenster im oberen rechten Teil des Bildschirmes. Um das Kartenmenü zu öffnen, platziere den Cursor auf ein unbesetztes Feld und drücke den A-Knopf. Wählst du aus diesem Menü Status, kannst du das Missionsziel einsehen. Das Kartenmenü verfügt auch über den Befehl Aussetzen. Dies ist nützlich, wenn du ein Kapitel unterbrechen möchtest. Doch jetzt lass uns dieses Kapitel fortsetzen. Viel Glück! So, jetzt bin ich auf mich allein gestellt. Gut. So, auf Start kann man sich auch, wie in Advance Wars auch bekannt, eine Karte anzeigen lassen. Ist zwar schick, aber ist noch nicht so relevant, würde ich sagen, am Anfang. Ja, und das ist der Statusbildschirm. Wir sehen hier die Anzahl der eigenen Einheiten und der Gegner. Ja, und ansonsten, ja, das ist eigentlich hier zu sehen. Dann noch heute Spielzeit ganz unten, aber naja, gut. Was war dann? Ah ja, und bei Einheiten noch eine Übersicht aller Einheiten und dann nochmal eine Übersicht aller Werte und Status und was auch immer. Aber gut. So, Kent darf sich jetzt nochmal um den hier kümmern und den hier zur Strecke bringen.
Gut, und ich kann ja auch schon mal so langsam ein paar Stichworte geben, weil es wird ja auch so sein, dass ich mehr Einheiten bekomme. Und zwar, wenn ihr eine Idee habt, welche Einheit ich nehmen soll, dann könnt ihr sie gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe mir schon so ein paar Gedanken gemacht, welches Team ich am Ende formieren werde, aber so die kleine Kleinigkeit, ein paar Entscheidungen möchte ich euch auch natürlich noch reinbringen. Und sogar Glyn nicht getroffen, obwohl der Gegner im Wald steht. Super. So, dann kommen wir jetzt noch mit unseren anderen Einheiten hier mal kurz gucken, wie weit kann der kommen. Okay, der könnte bis dahin kommen. Okay. Ja, dann stellen wir die erstmal hier hin. Eisenschwert und die Lynn, die wird schon mal nach oben gehen. Okay. Nichts passiert. Gut, so, Sane. Jetzt kommt mal deine große Stunde. Sehr schön. Das war sehr gut gemacht. Und das auch. Ja, vielleicht macht sich ja doch der Sane. Mal sehen, ob er sich vielleicht dann doch noch macht. So, und den werde ich jetzt gleich angreifen. Da kann ich auch noch gar nicht. Moment mal, der. Okay, nur eine Eisenachs. Man kann auch immer gucken auf er auch, was die anderen Gegner so haben. Und das sollte man auch immer machen. Das ist sehr wichtig. Oh, er geht jetzt auf Lynn. Okay, ja, dann findet er jetzt da seinen Tod. Naja, nicht ganz. Ja, doch, sie kann zweimal angreifen. Okay, dann war es das mit Lynn. Und hat dann einen Level-Up erreicht. So, und immer ist es auch so, dass der Boss eines Gefechtes, das sind die, die mit so einem Schild markiert sind, und auch meistens immer die Einheit, also eine persönliche Einheit, also eine Einheit in Persönlichkeit ist, dass die nochmal ein Instant-Level abbringen. Und wahrscheinlich wird es so sein, dass ich, naja gut, ich denke mal, ich werde nicht direkt killen mit Lynne. Nö, definitiv nicht. Der hat eine große Verteidigung. Das heißt, dass ich mit 10 oder mit Kent, der macht 10 und wie viel macht der Schaden? Ja, es ist eigentlich 8. Ja, dann 10 bitte. Verwünschte Ritter. Ständig mit ihren Nasen in anderen Leute Angelegenheiten. Ja, ich mache aber nur, der wird sogar noch eine Runde überleben, dieser komische Zugu. Naja, dann ist er halt in der nächsten Runde tot. Ja, außer Lynn hat ja gekrittet, aber naja, das passiert leider nicht. Na egal, der wird gleich tot sein, das ist sicher. Ja, und Sane wird sich die Erfahrungspunkte abstauben, naja. Soll er das machen? Verdammt, das war nur vor einem einzigen Mädchen die Rede. Naja, war es die Rede, ja, und das meine ich damit. Ein Instant Level Up. So, und ich weiß auch, dass ich in meinem ersten, das erste Mal, wo ich das gemacht, also, ich hab's, na gut, ich hab's erst einmal gemacht hier. Und da habe ich Kent genommen, also auch im Ganzen bis zum Finale durch. Aber ob ich ihn hier noch nehme, ich weiß nicht. Es gibt ja noch andere Einheiten, die gut sind. Naja, wir werden es sehen. Das war der letzte. Fantastische Arbeit, Jake. Und ein Standbild. Und nun zu diesen Rittern von Lucia. Ihr wolltet eure Geschichte mit mir teilen. In der Tat. Wir kamen aus Celine in Lucia, um jemanden zu finden. Lucia? Das Land jenseits der Berge im Südwesten, nicht wahr? Genau. Wir kommen als Botschafter zu Lady Madeline, die vor 19 Jahren mit einem Nomaden ausriss. Madeline? Die einzige Tochter unseres Lords, dem Marquis von Celine. Sein Herz brach ob des Wissens, dass seine Tochter ihm so im Stich gelassen hatte. Letztendlich erklärte der Marquis, dass er gar keine Tochter hätte. Doch dann erhielten wir in diesem Jahr einen Brief von Lady Madeline. Darin war zu lesen, dass sie, ihr Ehemann und ihre Tochter glücklich in den Ebenen von Sakai lebten. Der Marquis war zutiefst erfreut zu erfahren, dass er eine Enkelin von 18 Jahren hatte. Ich erinnere mich gut an das Lächeln auf seinen Zügen. Als er bekannt gab, er sei plötzlich Großvater geworden. Der Name seiner Enkelin lautet Lyndis. Das war auch der Name der Gattin des Marquis, die schon in jungen Jahren von uns ging. Lyndis? Dass sie nun diesen Namen trug, bereitete des Marquis Herz vom Eis.
Nunmehr ist es sein einziger Wunsch, die Familie seiner Tochter zu sehen. Deshalb sind wir hier. Wir wussten nicht, dass Lady Madeline nur wenige Tage, nachdem sie ihren Priestern zu ihr leben lassen musste. Erst kurz nach unserer Ankunft hier in Bulgar erfuhren wir davon. Und dann hörten wir auch, dass noch nicht alles verloren war. Denn ihre Tochter ist noch am Leben. Wir erfuhren, dass sie alleine in den Ebenen lebt. Ich wusste es sofort. Ihr seid Lady Lyndis. Wie kommt ihr zu dieser Annahme? Die Ähnlichkeit zu eurer verstorbenen Mutter ist bemerkenswert. Wie, kannst du dir meine Mutter? Es tut mir leid zu sagen, dass ich sie niemals persönlich traf. Doch sah ich ihre Porträts auf Schloss Selene. Wie Leute meines Stammes war ich immer Lynn. Doch wenn ich mit meinen Eltern alleine war, wenn wir nur zu dritt waren, dann war ich Lyndis. Es ist alles so seltsam. Ich stand allein auf dieser Welt. Doch nun habe ich einen Großvater. Lyndis, ich hatte nicht geglaubt, diesen Namen noch einmal zu hören. Wartet. Dieser Bandit, auch er nannte mich Lyndis. Was? Wie konnte er? Er war ein Spießgeselle von Lord Landgren, nicht wahr? Landgren? Wer ist das? Er ist des Marquis jüngerer Bruder. Jedermann nahm an, dass Lady Madeline für immer fort wäre. So wäre Lord Landgren zum Erbe des Titels des Marquis geworden. Offen gesagt, Milady, eure Existenz ist ein Hindernis für die Ambition eures Großvaters. Das ist, aber ich hege kein Interesse, einen Titel zu erben. Unglücklicherweise ist euer Großonkel nicht die Sorte Mensch, die so etwas annehmen würde. Ich befürchtete, die Drohung eures Lebens wird andauern. Was soll ich nun tun? Begleitet uns nach Selene. Auf diesem Weg zu bleiben ist gefährlich. Ich fürchte, mir bleibt keine andere Wahl. Ich werde mit euch kommen. Jake, es tut mir leid. Es hat sich alles verändert. Was wirst du tun, Jake? Du willst, dass ich entscheide? Natürlich würde deine Freundschaft viel dazu beitragen, meine Reise zu erleichtern, aber es wird sehr gefährlich werden. Ja, komm, machen wir. Du kommst mit uns? Bist du sicher? Oh, vielen Dank. Lass mich dich noch einmal um deine Freundschaft und Hilfe bitten. Ja, aber selbstverständlich. Ich bin auch hilfsbereit. So, wir gehen ins Kapitel 2. Am Rande von Bulgar liegt ein kleiner Schrein. Dieser alte Tempel, geheiligt vom Volk von Sakai, ist schon seit langem für sein starkes Band zur Welt der Geister bekannt. Vor Beginn ihrer Reise kommen unsere Helden hierher, um für ihr Wohlergehen zu beten. In diesem Schrein wird Lyndis Händen ein großes Vermächtnis verliehen. Okay, das hört sich ja sehr interessant an. Kapitel Nummer 2, Schwert des Geistes. Jake, halte inne und erlaube mir einen kleinen Umweg. Östlich von hier wird ein heiliges Schwert in einem Schrein aufbewahrt. Die Völker von Sakai beten dort für ihre Sicherheit vor Antritt einer langen Reise. Oh, wie pittoresk. In der Liebe findet man die meisten Anhänger der Lehren von Elimine. Es ist schön zu wissen, dass man hier die alten Traditionen hochhält. Oh, aber die halten wohl die alte Tradition nicht hoch. Alter Mann, bleib wo du bist und hüte deine Zunge. Bedrohe mich, wie es überlebt, aber das Manikati gebe ich nicht auf. Das Manikati ist eine heilige Klinge. Sie steht unter göttlichem Schutz. Es kann nicht von seiner Ruhestätte entfernt werden. Du bist ein Narr, alter Mann. Was nutzt ein Schwert? Schmeckt es doch kein Blut. Blut, dieses Schwert im Kampf, wie welch Sakrileg. Sakrileg, ich bin Glas. Die Götter fürchten meinen Namen. Meine Schwertkunst kennt keinen Makel. Und wenn ich noch nach diesem Schwert verlange, so wird es auch mein sein. Und jetzt geh mir aus dem Weg. Alter. Oh, welch Glanz. Es ist noch weitaus großartiger, als ich es mir vorgestellt hatte. Dieses Schwert wurde für einen Kämpfer meines Schlages erschaffen. Hä? Was soll das? Ich kann das Schwert nicht aus der Scheide ziehen. Die Geister, die Klinge innewohnen, haben über dich geurteilt. Du wurdest für unzulänglich gefunden. Sie haben dich abgelehnt. Was? Hör zu, du Senil, alter Narr. Sollte dein Leben lieb sein, gehst du mir besser aus den Augen. Er ist einfach abgehauen. Verdammt, missgünstiges Geistervolk. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Stein für Stein werde ich diesen Schrein abtragen. Okay. Interessant. Verzeiht, edle Dame. Seid ihr auf dem Weg nach Osten? Vielleicht gar zum Schrein? Das sind wir in der Tat. Beeilt euch bitte. Der Priester dort braucht eure Hilfe.
Vor kurzem erst sah ich eine Bande von Raufbolden dorthin gehen. Ich glaube, sie wollten das heilige Schwert des Schreins entwenden. Das Manikati? Sie wollen es stehlen? Das darf ich nicht zulassen. Ihr scheint mir tugendhafte Leute zu sein. Bitte helft dem Priester. Lindes, was habt ihr vor? Wenn ihr dem Priester zur Seite stehen wollt, müsst ihr euch vorbereiten. Ihr habt recht, sagt Jake. Im Süden sehe ich einige Wohnhäuser. Vielleicht sollten wir dorthin gehen, um die Bewohner zu befragen. Die drei Gebäude im Süden sind Wohnhäuser. Du kannst mit den Leuten sprechen, die dort leben. Manchmal geben sie dir Tipps für den Kampf oder nützliche Informationen zu Land und Leuten. Ein offenes Ohr zu haben, zahlt sich aus. Soll ich die Führung übernehmen? Nun gut, sag mir, was ich tun soll, Jake. Ja, ich würde sagen, das machen wir noch und dann werden wir den Part beenden. Du willst also, dass ich dieses Haus besuche? So sei es denn. Ja, das muss man nicht machen, aber man kann es immer machen, wenn man Tipps haben will. Sagt, seid ihr nicht? Oh, ihr wollt dem Priester helfen? Nun, vielleicht ist euch von Nutzen, was ich vorhin gesehen habe. Es ist wahr, die Banditen bewachen den Haupteingang sehr streng. Doch ist eine Wand des Schreins rissig und in schlechtem Zustand. Vielleicht schafft ihr einen weiteren Zugang, wenn ihr diese Stelle mit euren Waffen bearbeitet. Wir alle zählen auf euch. Als nächstes schicke Sane, um noch ein Haus zu besuchen. Wähle dazu Sane aus. Ja, es wird nicht mehr spannend, denke ich mal, aber na, ein bisschen spannend. Ein bisschen nochmal erzählen, ein bisschen Smalltalk mit den Leuten. Berge bieten einen guten Schutz vor Angriffen, jedoch sind sie schwer zu überqueren. Auf dem Rücken eines Pferdes sind sie gar unüberwindlich. Bedenkt dies. Ah ja, war ja ein toller Tipp. Vergiss nicht, dass Reiter die Fähigkeit haben, sich nochmals zu bewegen. Nach der Bewegung kann ein Ritter den Zug zu Ende führen, es sei denn, er hat Angriffs- oder Stabbefehle erhalten. Dies gilt auch für Leute, die auf Pegasi und Vyveren reiten. Befehlige nun Sane. Ja, was es mit diesen Einheiten auf sich hat, das werden wir später erfahren. Lass uns nun Kent zum verbleibenden Haus schicken. Der Besuch ist nicht unbedingt nötig, aber die Bewohner könnten über nützliches Wissen verfügen. Daher empfiehlt sich eine kurze Visite. Habe ich ja bereits erwähnt. Wähle Kent. Nun bin ich an der Reihe, oder? Ich erwarte euren Befehl. Ja, das gucken wir uns jetzt noch an und dann würde ich sagen, beenden wir den Part heute. Wisst ihr über das Schwert Bescheid, welches im Schrein aufbewahrt wird? Es wird Manikati genannt und ist gesegnet von den Geistern. Schenkt man dem Priester Glauben, so wartet das Manikati auf die Rückkehr seines rechtmäßigen Besitzers. Ist das nicht seltsam? Allein die Vorstellung, dass ein Schwert sich seinen Meister suchen kann. Ja, in der Tat. So, dann schauen wir uns nochmal an, was der Gegner so macht. Aber scheint wohl nicht viel zu sein. Gut. Du solltest etwas über Festungen erfahren. Festungen bieten mehr Schutz als Wälder. Von einer Festung aus zu kämpfen ist also stets ein Vorteil. Doch gilt dies sowohl für Freund als auch für Feind. Merke dir dies, bevor du dich dem Feind stellst. In Festungen können verwundete Einheiten auch ihre Kraft regenerieren. Zu Beginn deines Zuges erhalten sie KP zurück. Die Menge an KP, die man pro Runde erholt, ist ziemlich gering. Steht man jedoch in einer Festung, gewinnt man jede Runde KP. Eine völlige Heilung ist also durchaus möglich. Auch an anderen Orten können Einheiten KP erholen. Dazu gehören Schlosstore, Throne und Bereiche, in denen Endgegner lauern. Also zum Beispiel wäre dieser Thron hier, wo der steht, da eine Heilungsmöglichkeit. Gut, aber wie wir hier diesen Schrein hier wieder einnehmen können, das sehen wir dann im nächsten Part. Und das hier noch die rissige Wandnummer so noch zur Info. Wenn euch der Part gefallen hat, hoffe ich, ihr schaltet auch am nächsten Part wieder ein von Fire Emblem. Und dann geht's auf, dass wir diesen Glas hier mal in seine Schranken weisen hier. Geht ja gar nicht, was der hier macht. Gut, also euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Part. Bis dann und tschüss.